So, heute hallo und herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute melde ich mich etwas früher zurück, denn ich muss anschließend noch diverse andere Sachen börsentechnisch eben erledigen, Börsenbriefe schreiben. So, dann kommen wir doch gleich zum DAX. Der hat jetzt hier wie im Tageschart oder auch sonst in den Videos erwähnt, die präferierte Richtung eingeschlagen, konnte hier den Abwärtstrend brechen und bei 10.860 Punkten aus dem Markt gehen. Hier sieht man eben den anderen Chart, den ich auch noch gebastelt hatte, prallte den relativ exakt an dem letzten Hoch etwas ab, aber gegen Handelsende eben und auch dank der starken US-Märkte konnte der DAX zulegen. Hier im Tageschart waren die Bedingungen alle erfüllt soweit. Und ja, hier war eben ein Kursziel oder das erste, ja, die erste dynamische Bewegung etwa bei 10.900 Punkten womöglich zu Ende, dass es ihr dann hier nochmal einen Absacker nach unten geben könnte oder dann durchstartet. Die Alternative ist, dass es eben ganz durchstartet. Schaut man auf den Wochenchart, habe ich auch immer wieder erwähnt, dass es hier an der 10.860er Marke womöglich der Kurs, die Aufwärtsbewegung möglicherweise ein Ende findet, aber die Wochenkerze ist sowieso noch relativ. Und die Woche ist sowieso kurz und morgen dann noch nur noch einen halben Tag. Also sind es nur 2,5 Tage. Also kann die Wochenkerze es nicht unbedingt dann groß aussagekräftigen. Aber allerdings könnte es eben auch, wie eben hier im Stundenchart angezeigt, könnte eben auch der DAX morgen sogar noch die 11.000-Punkte-Marke dann erreichen. Auch wenn wir nur bis 14 Uhr handeln sollten. Also hier im DAX passt alles wunderbar. Was wirklich auch verblüffend ist, ich habe mir hier ein paar Setups noch von den letzten Tagen, Wochen angeschaut. Ein paar habe ich sogar dann eben vergessen, auch in den Videos zu erwähnen. Und hier sieht man eben auch dann wunderschön, wo und wann ich die Setups eben dann präsentiert habe und wie sie dann eben aufgingen. Zum Beispiel hier, ich mache es eben auch gleich größer, wenn man hier draufklickt, nämlich WTI wurde eben gestern erst veröffentlicht und siehe da, ich habe es ja auch im Video erwähnt, das war jetzt hier so ein ja, perfektes Setup hier an diesem Kurs, das wie gesagt, das war ja um 13 Uhr noch was, habe ich hier veröffentlicht. War ein Move etwa bis 37,20 vorgesehen. Dann nochmal ein Test der Trendlinie. Dieser ging dann eben leicht tiefer. Allerdings, wie man eben auch hier sieht, das Kursziel zeitgerecht noch dieses Jahr abgearbeitet. Wie gesagt, perfekter geht es im Prinzip nicht. Ja. Hier die Volkswagen-Aktie wurde, das Setup wurde noch nicht aktiviert. Ist noch nicht über 137 gestiegen. Dann, das ist jetzt ein Video nur. Brent wurde ja auch erfüllt. Hier das Deutsch Setup, das gehört einer zu den vergessenen Setups. Hier wurde erwähnt im Text. Mutige Anleger könnten auch den Ausbruch schon auf dem aktuellen Kursniveau. Das lag eben hier bei 350 reingehen, die liegen schon im Plus. Hier aktiviert worden ist es eben noch nicht ganz wegen einem Cent. Auch hier dürfte kein Anleger im Minus sein. Was eben auch noch verblüffend ist, ist hier das Pfund gegen US-Dollar Setup. Zunächst, wie gesagt, erwähnenswert genau hier runter, dann lief es hier hoch. Als dann hier der Kurs leicht zurückkam, habe ich eben auch im Video und auch heute oder zweimal erwähnt, nochmaligen Test ist hier auf definitiv möglich und auch dann vorgesehen, solange er eben unter dieser Rainbow-Unterkante notiert. Folgte eben heute auch.
Dann eben ein Setup, das habe ich wirklich. Gut, hier Gary Weber ist ja dann auch noch. Habe ich ja heute noch erwähnt, das jetzt gehört nicht zu den vergessenen Setups. Nur ich bin hier zu früh rausgegangen. Aber auch hier war dann wirklich die 10%, zwar nicht vor Weihnachten, aber vor Silvester eben möglich. Trend war hier, wie man ja auch hier sieht, frühzeitig die Stop-Buy-Marke erwähnt. Und dann lief es eben hier auch damals eben perfekt, bevor dann nächstes Mal WTI getradet worden ist. Aber hier, ja gut, WTI hat zwar das Kursziel erreicht, aber hier ist definitiv sogar noch mehr möglich. Hier auch wie oft in den Videos erwähnt, das Bessere, der erste Beiträge wurde zwar erreicht, aber das bessere und handfestere Kaufsignal liegt hier definitiv weiter oben, aber das war auch nicht das Setup, sondern es folgt hier weiter unten die anderen Setups. Ja, das ist gar nicht aktiviert worden. Nicht, dass Sie meinen, ich schaue nur die guten an. Hier ist das ist eben das Setup, was nicht aufging. Das war das DAX Setup am 21.12. Das sollte es eben auch nur die Oberkante treffen, aber hier wurde dann eben maximal 50 Punkte Verlust, wenn es jetzt hier mal noch öffnet, erreicht. Und ist auch wieder ein Setup, was nicht direkt hier, das ist noch so ein Setup, was ich wirklich verpasst habe, das jetzt öfters in den Videos zu erwähnen. Hier war eben noch das Buy Setup, der Stopp war hier unten gegeben, also waren hier 60 Punkte im DAX möglich. Es sollte aber nicht allzu schlimm sein, da wir heute ja locker wieder 100 Punkte gut gemacht haben. So, hier ist jetzt das deutsche Bank-Setup. Und wie man hier eben auch sieht, und darauf lege ich eben großen Wert, dass ich eben frühzeitig Setups vorstelle und nicht erst im Nachhinein fast, wo die relativ die größte Bewegung schon gelaufen ist, sondern hier am 16.12., wo noch sowieso auch das ist ein Wochenchart, wo die Woche noch nicht ganz rum war, hat man schon gesehen, war die Möglichkeit da, dass hier der Kurs wieder Richtung 80 Euro läuft. Ja. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, ja, manche mögen es nicht glauben, das ist aber wirklich halt verblüffend, ja, konnte der Kurs halt exakt dieses Kursziel heute abarbeiten. Ja, Pfeilspitze mit dem Tageshöchstkurs läuft hier exakt rein. Also auch hier wieder super Setup. Und bei der Deutschen Bank, das läuft ja aktuell immer noch, und hier sieht man auch, wo das Anfangssetup halt war. Und dann mache ich Schluss, aber eins wollte ich noch zeigen, das Yahoo. Und auch hier dann zwar eben ein bisschen Zeit versetzt, aber hier auch da das Kursziel, was ich hier berechnet habe, nahezu punktgenau hier erwischt. Und WTI, das war das. Das war, glaube ich, auch ein Volltreffer. Aber wo ist das Yahoo Setup? Genau, das hat hier, das war jetzt noch. Hier war wieder WTI Öl, lief super nach der Prognose. Und noch hier zuletzt das Yahoo Setup. Hier wurde das dann am 15. oder wann wurde es vorgestellt? Am 14.12. entweder direkt hier hoch hinlaufen oder auch einen kleinen Umweg, aber nicht, dass der Stopp gerissen wird. Hier liegt man leicht im Plus. Hier lief es nicht perfekt, aber wie man auch sieht, die Chartansage war in die richtige Richtung. So, und hiermit möchte ich dann auch fast das Jahr beenden, 3 Monate. Mein Ziel war es, 70 bis 80% Trefferquote zu haben. Ich habe jetzt hier halt auch nur einen Teil, nun die letzten
paar Wochen vorgestellt, aber man kann auch im Chat gerne die anderen Leute nachfragen. Ich habe zwar nicht wirklich Statistik geführt, aber gefühlt 75-80% Trefferquote, die auch wirklich definitiv nachhandelbar waren. Und damit bin ich natürlich sehr zufrieden. 100% wird es nie geben, auch wenn ich weiter daran arbeite, aber das ist nahezu unmöglich. Überhaupt, weil ich die Vielzahl eben auch vorstellen kann. Und mein Schwerpunkt ist definitiv Aktien und nicht unbedingt eben der Devisenmarkt. Ich wünsche hiermit allen schon mal einen guten Rutsch und man hört sich und sieht sich dann höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Danke und tschüss.